diesem Pressegespräch im Café Zentral in Eisenstadt ging es um die nächsten Veranstaltungen der Internationalen Weinritter. Das 35. Jubiläumsstiftungsfest beginnt um 10 Uhr am Samstag, den 19.10.2019 im Ritterdomizil Komturei Hotel Burgenland. Danach findet ab 14.30 Uhr der erste Friedensfestzug vom Dom über das Schloss durch die Altstadt zum Hotel Burgenland statt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz kurz. Das 35. Jubiläumsstiftungsfest des Europäischen Weinritterordens geht bekanntlich am Samstag in Eisenstadt über die Bühne und steht wie immer unter dem Motto Freiheit, Freundschaft, Friede und Freude. Und es geht uns nicht so sehr, in den Medien zu werben für unser Stiftungsfest an und für sich, sondern das ist ja nur der Anlass für den Europa-Friedensfestzug. Und das bitte soll schon in die Bevölkerung hineingetragen werden, diese Information, weil für den Frieden kann man nicht genug tun und das hängt immer im Zusammenhang mit unserem 19. August, wo eben Osteuropa mit der Freiheit verbunden worden ist. Also wir sind hier vital im Herzen Europas für diese Sache tätig und das immer in Verbindung mit dem edlen Wein, weil der eben die Freude im Menschen schaffen kann, nicht muss. Nicht? Und die Voraussetzung für die Freude ist mal der Friede. Nicht? Im Krieg gibt es halt wenig Freude. Nicht? Und am Tag davor ist auch in Rust der Ordenstag, wo wir wirklich wahnsinnig viel Arbeit haben mit verschiedenen Ämtern und Aufnahmen und Beförderungen und Ehrungen. Das kann man gar nicht vorlesen, so viel ist es. Und das muss aber zumindest gesagt werden. In unserer Komterei Hotel Burgenland ist natürlich die Hauptaufgabe, dort die Freunde aus nahen Fern zu bewirten. Und es sind nicht nur ritterliche Eidgenossen vor Ort aus allen Ländern Europas, also sehr repräsentativ, sondern auch Uniformierte, die die Tradition weitertragen. Es ist ja so, dass wir in einem Flachland leben, das zwar im Herzen Europas ist, aber die Traditionen weitgehend durch die Kriegsereignisse, Unterbrechungen der Tradition also abgekommen ist oder sehr schwer wieder eingeführt wird. Im alpinen Bereich ist das ganz anders. Dort ist man auf eine historische Uniform stolz. Bei uns muss das noch wachsen. Und mit Freude darf ich Ihnen sagen, dass eben 50 Südtiroler Schützen den Kernpunkt bilden des Europa-Friedenszuges. Und wir haben auch ab heuer eine Ordenskapelle, die sind zu uns gekommen, und zwar die Hoch- und Deutschmeister, K&K Infanterieregiment Nummer 4, wird ab heuer bei jedem Stiftungsfest unseren Friedenszug mit begleiten, musikalisch natürlich. Okay, das war ein kurzer Einblick, vielleicht noch eine Bitte, dass wir nächstes Jahr, wir werden uns bemühen, das auf breitere Beine stellen. Nicht? Man kann hier einladen, die anderen Traditionsvereine, soweit vorhanden, die Jäger, die Feuerwehr, die Volkstanzgruppen, die Sänger, die verschiedenen Institute, Tamburitzer, soll es keine Grenzen geben, sondern es ist ja nur hier der Impuls von uns und das Land ist schon aufgerufen, hier gemeinsam mit uns mitzuwirken, um diesen Europa-Friedensfestzug zu einem wirklich europäischen Ereignis zu machen. Und ich darf Ihnen sagen, beispielsweise, wir rufen jedes Jahr die europäische Weinlese in einen anderen Staat aus, und das sind schon Deutschstaatsakte, so wie heuer in Kroatien auf der Insel Korčula,
wo wir das getan haben, und auch medial wurde das berücksichtigt. Und das sind aber Lernprozesse, die eben vor Ort noch nicht so weit gediehen sind, wie sie sein sollten. Aber nachdem wir nichts verkaufen wollen, nicht auf Gewinn orientiert sind und auch keine Wahl zu gewinnen haben, ist es sekundär. Es ist nur schade, dass man gewisse Ressourcen, die wir hier haben, nicht nützt. Die Synergieeffekte werden nicht genützt. Und da sind wir dabei zu helfen, damit wir aus dieser Schönheit noch einen größeren Glanz bekommen für Europa, für diese Idee Europa. Wir sind ja die Paneuropäer. Ein Weinritter muss ein Paneuropäer sein, kein nationaler Europäer, ein internationaler, ein Paneuropäer. Und Paneuropa heißt ganz Europa. Und daher kommen auch vor allem unsere mittel- und südosteuropäischen Freunde so gerne zum Ritterorden, weil sie ja zu diesem Europa gehören wollen, wo sie jahrzehntelang durch den eisernen Vorhang abgetrennt waren. Nicht? Das ist ja diese Sehnsucht, und das ist ja sehr positiv und gut. Ich würde sagen, ich gebe Ihnen noch einmal die Mappen mit den Informationen weiter, und sollte es Fragen geben, sind wir natürlich gerne bereit.